Es geht um den größten Lebensraum der Erde, den Ozean. Jede Veränderung in den Tiefen des Meeres wird nicht nur seine Bewohner betreffen, sondern uns alle. Auch dann, wenn wir dies jetzt noch gar nicht bemerken. Mehr als zwei Drittel unseres Planeten sind von Wasser bedeckt, aber viele Geheimnisse dieses einzigartigen Lebensraums liegen bis heute im Dunkeln. Martin Fisbeck gehört zu denen, die das gerne ändern möchten. Er ist Sprecher eines Forschungsverbundes, der weltweit seinesgleichen sucht. Der Exzellenzcluster Ozean der Zukunft. Er weiß, für die Zukunft der Menschen werden die Weltmeere von entscheidender Bedeutung sein. Wir haben uns vorgenommen, das Thema Ozean in seiner ganzen Breite zu betrachten. Wir gehen in die Medizin, in die Physiologie und fragen uns da, wie die Organismen mit CO2 umgehen. Wir gehen in die Mathematik, um den Ozean besser simulieren zu können. Wir gehen in die Rechtswissenschaften und fragen uns, wem gehört eigentlich der Ozean? Wie sind die rechtlichen Rahmen? Seerecht ist ein ganz, ganz spannendes Thema im Moment. Und wir fragen uns natürlich auch die ökonomischen Fragen. Denn wenn man Ideen, Handlungsoptionen entwickeln möchte in so einem Cluster, dann braucht man auch immer die ökonomische Komponente dazu. Geht das denn überhaupt? Ist das wirtschaftlich? Eines der großen Themen des Clusters ist die weltweite Überfischung. Kabeljau, Makrele, Dorsch oder Thunfisch, nahezu alle traditionellen Fischbestände sind bedroht. 90% der großen Fische sind gefangen auf aller Welt. Der europäische Fischfang ist einfach sehr unwirtschaftlich, würden wir sagen, sehr unprofessionell gemanagt. Dann guckt man sich an die Verschmutzung in den Küstenregionen. Das gibt dann schon Grund zur Sorge. Vielleicht meine Generation wird das noch so wegstecken können, die meiner Kinder sicherlich nicht mehr so leicht. Wie begründet sind solche Sorgen? Die Wissenschaftler benötigen Fakten. Dafür werden Daten aus allen Weltmeeren täglich nach Kiel gefunkt und analysiert. Viele Wochen des Jahres verbringt Martin Fisbeck auf Forschungsschiffen. Eine Expedition führt ihn in den Nordostatlantik zu den Kapverdischen Inseln. Hier werden weitere Messbojen, sogenannte Agrofloats, ausgesetzt. Schon jetzt sind mehr als 3000 solcher Tiefendrifter im Ozean unterwegs. Ähnlich arbeitet der Glider, eine Art Segelflugzeug, das Kieler Forscher mitentwickelt haben. Es gleitet hunderte Kilometer durch den Ozean und schickt seine Messwerte per Satellit zu Wissenschaftlern in aller Welt. Und weil er sich bewegen kann, kann er mit ganz feinräumig so ein Stück Ozean abscannen. Ne? Dann kann man genau sagen, jetzt fahr dahin. Und das hilft uns zum Verständnis der kleineren Prozesse im Ozean. Argo hilft uns für den globalen Blick. Und der Glider zeigt uns im Detail, was passiert an Fronten, in Regionen, wo sich Sachen schnell ändern. Doch nicht nur die Wassersäule selbst interessiert die Forscher. Sie untersuchen auch den Meeresboden, bringen Proben von ihren Expeditionen zurück nach Kiel. Im Biomarkerlabor der Kieler Universität wird das Sediment vom Meeresgrund untersucht. Eine Doktorandin nimmt Proben aus einem 1,5 Meter langen Bohrkern. Hier finden sich Informationen, die Millionen von Jahren in die Vergangenheit zurückweisen. Für die Paläoklimaforscher ist ein solcher Sedimentkern wie ein geöffnetes Buch, das ihnen Aufschluss gibt über eine Zeit lange bevor das menschliche Leben auf der Erde begann. Mit den Ergebnissen der chemischen Analysen solcher Sedimentproben können die Forscher Klima- und Verwitterungsbedingungen rekonstruieren. Dieser Blick in die Vergangenheit soll helfen, die natürlichen Klimaschwankungen zu verstehen, um Computermodelle für das Klima der Zukunft weiter zu verbessern. Für unsere Arbeit bedeutet das, dass wir mit den gewonnenen Daten den Modellierern das Handwerkzeug geben können, damit die versuchen, das, was in der Vergangenheit war, zu modellieren, um vielleicht Rückschlüsse auf zukünftige Klimaszenarien zu bekommen. Einen großen Einfluss auf das Klima von morgen hat das Treibhausgas CO2. Und das verändert schon jetzt das Leben unter Wasser. Die Kohlendioxidemissionen lassen den Ozean in der Zukunft nicht nur wärmer werden, sondern vor allem saurer. Bei anhaltend hohem CO2-Ausstoß durch die Menschen wird die Ansäuerung vermutlich stärker ansteigen als jemals in der Erdgeschichte zuvor. Besonders solchen aus Kalkschalen aufgebauten Lebewesen wie Miesmuscheln macht das saure Meerwasser zu schaffen. Die Kieler Biologen erforschen, welche Auswirkungen unterschiedliche pH-Werte des Wassers auf ihre Schalen haben. Die zunehmend sauren Bedingungen behindern ihr Wachstum und könnten sie letztendlich auflösen. Das Aussterben bestimmter Ozeanbewohner könnte auch die Lebensbedingungen des Menschen für immer verändern. Die Produktivität der
Ökosysteme ist natürlich ein Faktor, der direkt auf die Wirtschaft rückkoppelt. Wenn zum Beispiel Nahrungsketten wegbrechen würden und dann gewisse Fischarten nicht mehr in dem Maße vorkommen würden wie bisher, dann würden natürlich die Erträge der Fischereiflotten zurückgehen. Und das wäre natürlich dann eine unmittelbare Folge, die den Menschen stark betreffen würde. Doch es geht nicht nur um die Gefahren für Menschen und Meeresbewohner. Mediziner finden in Organismen der Ozeane, wie etwa den Seeigeln, auch neue Möglichkeiten zur Erforschung bisher unheilbarer Krankheiten. Wir beschäftigen uns mit einer Gruppe von Erkrankungen, die relativ neu sind. Die gibt es erst seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Und nun fragt man sich natürlich, was haben diese sehr, sehr alten Organismen mit diesen sehr, sehr neuen Erkrankungen zu tun? Wir sind weitergekommen in der Identifizierung der Risikogene für diese Erkrankung und wir waren sehr überrascht, dass ausschließlich in der Evolution sehr, sehr alte Gene eigentlich mit diesen Erkrankungen assoziiert sind. Die Webfehler, die wir heute als Webfehler identifizieren, sind vor ungefähr 35.000 oder 40.000 Jahren entstanden, haben wahrscheinlich einmal einen Schutz vor Krankheiten bedeutet, möglicherweise sogar, die heute verschwunden sind. Gleichzeitig bedeuten sie aber unter heutigen Lebensbedingungen eben ein Risiko für Erkrankungen, die wir heute sehen. Es ist ein riesiges Forschungsgebiet, das die unterschiedlichen Wissenschaftler des Kieler Exzellenzclusters verbindet. Mediziner, Informatiker, Juristen, Ökonomen und Naturwissenschaftler. Sie alle eint ein gemeinsames Ziel, den Ozean zu verstehen, um die Zukunft zu gestalten.